komme ich Quatsch mit ihm? Die letzten Fehler sind alle beseitigt. Und ich dann, also vielleicht bringt er mich da rein, wegen irgendeinem Auftrag. Hallo, kann ich dir helfen? Ich brauche Zugang zum Sicherheitsflügel. Was kannst du mir über den Sicherheitsflügel sagen? Du könntest mir einen Tipp geben, welchen Sicherheitsflügel... Okay, das ist halt... Erstmal... Was ist denn jetzt... Was kannst du mir über den Sicherheitsflügel sagen? Erzähl mal. Ich kann dir keine Details nennen, weil ich keine kenne. Ich weiß nur, dass der Flügel für private Forschungszwecke vermietet wurde. Für private? Könntest du mir einen Tipp geben, wie ich da hinkomme? Ich fürchte, da kann ich dir nicht helfen. Die Mieter, die da drin arbeiten, lassen den Flügel streng bewachen. Schließt die Klinik häufiger private Verträge ab? Flaucher? Oh ja. Wenn jemand Zugang zu viel medizinischer Ausrüstung braucht, dann vermieten wir Bereiche an private Kunden. Okay. Aber nicht alle sind solche Geheimniskrämer. Ja, weil die halt irgendwelche Schweinereien da machen, die man eigentlich nicht machen sollte. Ist ja klar, Digi. Bei der ständigen Bewachung ist das entweder ein Militärprojekt, illegal oder beides. Haben Freestar-Wachen nicht Besseres zu tun, als eine medizinische Einrichtung zu bewachen? Der diensthabende Wachmann sollte mal an seiner Einstellung arbeiten. Ja, machen wir das. Genau das Gespräch habe ich auch schon mit der Wache geführt. Er hat keine Ahnung, was los ist, aber ja, Spekulationen machen immer Spaß. Ach komm, du musst doch irgendwas wissen. Muss ja ziemlich missgebaut haben, wenn er auf so einen Posten endet. Oha. Okay. Ich wüsste ja gerne, wie er hier gelandet ist. Ja, fragen wir mal. Naja, unter uns gesagt. Ja? Ich weiß, dass er wegen seiner Aurora-Sucht degradiert wurde. Oi, das sind Drogen. Aurora sind Drogen. Er taut nur ein bisschen auf, wenn Dr. Oshan da ist. Ich glaube, er ist ein bisschen verknallt. Ziemlich süß. Sonst noch Fragen? Also Dr. Oshan könnte ihn ablenken, oder was? Wer ist Dr. Oshan? Erzähl mal. Dr. Oshan ist unser neuester Arzt hier. Er arbeitet im medizinischen Flügel unter der Leiterin Dr. Darwish. Ja, sicher, falls wo denn sonst? Wenn Dr. Darwish je in Rente geht, wird er sicher ihr Nachfolger. Okay, also Dr. Oshan ist halt eine Wilde. Warum glaubst du, dass er auf Oshan steht? Erzähl mal. Wenn Dr. Oshan da ist, strahlt er einfach. Oh. Man merkt, dass er sich richtig bemüht, nicht einfach nur breit zu grinsen. Er hat einen Crush auf sie. Ich glaube, eine positive Beziehung könnte ihm richtig gut tun. Ich weiß nur nicht, ob es Dr. Oshan auch so sieht. Jetzt schnappen wir ihm Dr. Oshan weg, weil wir wild sind. Woher weißt du, dass er Aurora-süchtig ist? Naja, er war hier schon einmal in Behandlung. Wir können ihm auch Aurora besorgen. Er hat seine Stelle nur noch, weil er von seiner Sucht erzählt und um Hilfe gebeten hatte. Okay. Ich habe nur Angst, dass er einen Rückfall erleidet. Also rehabilitieren. Er kämpft damit, clean zu bleiben. Okay. Hast du gesehen, ob jemand den Sicherheitsflügel betreten oder verlassen hat? Es gibt einen Arzt und ein paar Pfleger und eine Handvoll Freiwillige. Okay. Ich nehme mal an, dass sie irgendwelche klinischen Tests machen. Aber das geht schon ziemlich lange. Ich habe niemanden gesehen. Oder sie entlassen sie, wenn ich gerade nicht da bin. Yeah. No more question. Also ist sie jetzt genug? Keine weiteren Fragen. Danke für ihre Hilfe. Gerne. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Okay, ich könnte ihm Aurora geben. Ich könnte doch mit Dr. Oshan sprechen, oder? Was sind jetzt für Optionen? Okay, krass. Hier, finde einen Weg. Okay. Berge, die... Okay, untersuche, was sind für die... Ja, gut. Also Aurora müssen wir wieder wegfliegen holen. Neue Schicht. Nee, aber Aurora können wir nicht holen. Das bist ist verboten. Bist du mit den Dateien zufällig schon fertig? Nur auf Neon erlaubt. Alles erledigt. Also müssen alles wir mit Oshan reden eigentlich. Die Dateien eigentlich sind aktualisiert und neu organisiert. Vorsicht, wenn du auf diese Eclipse... Vielleicht kann ich ihm sagen, dass Dr. Oshan ihn gesucht hat und dass Dr. Oshan ihn auch geil findet. Und sie nutzen und dann können wir trollen so ein bisschen. Okay, mal gucken, was wir machen können. Du weißt schon, die aus dem Koloniekrieg. Okay. Und zwar nicht unbedingt auf ein Schiff, wie ich sie kenne. Das ist eine Kristalllösung. Ja, nee. Tut mir leid, ich habe mich ein bisschen verlaufen. Lügen. Dr. Oshan schickt mich. Er meinte, er könnte bei irgendwas deine Hilfe brauchen. Aurora geben. Hab ich nicht. Ich mach das mal. Das wollte ich eh machen, so als Spaß. Was, ernsthaft? Was, ernsthaft? Oha. Ich dachte nicht, dass er darauf eingeht. Ich bin gleich wieder da. Mach so lange bitte keinen Unsinn. Also ich meine, safe, ich geh halt einfach, stell, ja, da stehst du richtig. Gut, müssen wir aufsperren hier.
Gut, gut, gut. Das ist das, was ich mir dachte hier. Was? Also, liebe, mach schwach. Was haben wir denn hier für ein Ding? Alter, warte mal. Das ist nicht schon wieder. Hier und da, oder? Das, das. Das. Und das ist ein Easy. Sein Schaden. Halt sofort! Okay. Du wurdest beim Schlossknacken erwischt. Das ist jetzt nicht das Geilste, aber ich bin weich. Ja, nee. Sean, ich will das nicht nochmal durchkauen. Ich bin müde, okay? Heute mal nicht. Das kann doch für dich nicht okay Schlossknacken sein. Erwischt. Du hast ein Eid abgelegt und verstößt gerade dagegen. Hey. Ja, aber, Zeug ist da. Muss ich ja so machen, oder? Was ich jetzt damit machen soll. Oder ich hätte es machen sollen und hätte warten sollen, bis jemand weg ist. Aber der stand hier in der Ecke da. Ärger wir schon gleich, wenn wir draußen sind. Ich will ihn nicht. Schon. Hey, oh. Wer hat dich reingelassen? Zutritt verboten. Deine Mutter, also Lügen, Alter, die schicken. Ich soll persönlich von euren Fortschritten errichten. Du musst mir erzählen, was hier los ist. Ich suche nur die Toilette. Nee, das erste. In dem Fall solltest du mit Dr. Lane sprechen. Okay. Ich möchte aber dein Dicht beklauen. Ich hab dich schon beklaut, du hast nichts mehr, lol, okay. Hat Dr. Lane dich reingelassen? Lois Lane hat mich reingelassen, weil ich hab ihr gesagt, wer dieses große S trägt und sie war immer interessiert, wem das S gehört, weil Super Lane. Versteht ihr? Mhm. Und wegen der Lane ist auch die Autobahn kaputt. Okay, das muss ich mitnehmen. Aber er schaut mich an. Dieser verdammte Vertrag wird mich ruinieren. Welcher Vertrag? Okay, wir haben mehrere Möglichkeiten. Sprich mit Dr. Lane. Okay, wer ist er? Er ist Dr. Lane. Okay, gut. Was gibt's noch? Berge. Hast du dich verirrt? Besucher haben hier keinen Zutritt. Ja, ich muss nämlich das die zwei Dinger klauen. Ich opfere nicht meine Karriere. Entschuldigung, aber hier ist Zutritt verboten. Du musst gehen. Nein, ich bleibe hier. Sicherheit. Ich muss dein wichtiges Sicherheitsupdate auf deinem Computer installieren. Oder ich komme auf Infinity Lutte. Was hier los? Ich wollte gerade gehen. Ich probiere es mit dem Computer-Update. Oder Infinity? Es ist sowieso beides Lügen. Dein Timing könnte besser sein. Okay. Nächstes Mal eine kleine Vorwarnung. Nun klar. Ich sehe nur mal eben nach meinem Patienten. Ja, geh doch mal jetzt hier raus. Ja, geh doch mal. Richtig. Geh durchs Bild. Kein Problem. Du lässt mich. Ja, und wie ist es mit dem Patienten jetzt so? Du bist wieder da und schaust mich an und jetzt kann ich das nicht machen, was ich machen wollte? Oder kann ich jetzt doch? Oder doch? Oder nicht? Noch ein Fehlschlag. Kais, Ergebnisse waren anfangs so vielversprechend, aber jetzt liegt der arme Junge im Koma. Ich dachte wirklich, es wäre das Licht am Ende dieses grausamen Tunnels. Wir haben unsere ganze Liste an Probanden verloren und mir graut es vor der Vorstellung, dass Infinity einfach neu anheuern wird. Was ist da nur los? Hat Faye Völkin Verstand verloren? Ich verstehe ja, dass Firmen auf alle pochen, wenn es um Haushaltsprodukte geht oder vielleicht Bürosoftware geht. Aber doch nicht bei etwas, das Menschenleben gefährdet. Dieser interne Neuroarm könnte genauso gut eine Mordwaffe sein. Und ich bin derjenige, dem das Blut an den Händen klebt, hier so rot wie mein T-Shirt. Verträge hin oder her. Ich bin mir nicht sicher, dass das Ganze in einer Katastrophe enden wird. Okay. Das ist verrückt hier. Moralische Bedenken. So, Blutverlust. Anscheinend gibt es sehr viele Probleme hier. Testobjekt. Anfangsprozedur war erfolgreich. Patient stellte in den ersten 4 Tagen keine Veränderung fest. Gehirnwellen normal. Wahrnehmung in allen Bereichen bei 100%. Ein Testversuch des Neuroams an Tag 5 löste schwere Kopfschmerzen mit späteren Gehirnblutung aus.
Der Neuroamp wurde entfernt, um tödlichen Verlauf zu verhindern, aber der Patient befindet sich derzeit im Koma. Oh mein Gott, also alles ging schief. Gut, es sind alles Berichte, wo das alles schief ging. Okay, ich habe die Notizen, ich brauche Berge, die Lieferung. Forschungsziele. Gut. Jetzt muss ich das nehmen. Wir sind unter die Diebe gegangen. Ja. Immer noch keine Genehmigung. Okay. Soll ich mich jetzt rausporten oder was? Geht das? Immer noch keine Genehmigung. Also. Oder werde ich gleich hier raus? Ich habe mal gespeichert. Du solltest eigentlich nicht hier sein, oder? Du auch nicht, oder? Mich versteck und versuche aus deinem Blick rauszugehen. Oder? Oder erzähl mir mehr. Wieso ist du nicht unsichtbar? Gut, dass ich nicht gesehen werde. Was kann ich hier noch machen eigentlich alles? Ich dachte, ich könnte noch jemanden beklauen. Ich darf nichts klauen, sonst ist es noch schlimmer hier. Komm, wir gehen normal, egal. Oh, hier ist jemand. Hallo. Ich bin nicht da, ne? Sollen wir mit dem reden? Ich will nur den Tag durchstehen. Ja, okay, dann good luck. Good luck, also ein Tag durchstehen und dann noch kommt die Nacht. Das wird schrecklich. Der ganze Tag und die ganze Nacht wird einfach nur schrecklich für dich, weil ich hier rumgekrochen bin. Oh. Oha, Leichenhalle hier auch. Pathologie anscheinend. Uiuiuiuiuiuiui. Was haben wir denn hier eigentlich alles? Kopfbedeckung, Space Trucker. Das Ding ist, können wir uns jetzt rausporten oder müssen wir... Dieser verdammte Vertrag wird mich ruinieren. Können die uns rausbeamen? Kurs festlegen? Du kannst von diesem Ort dort nicht schnell reisen. Oh, wir müssen es dem stellen. Ich habe 350 Gold Kopfgeld, Credits. Weil ich die Tür aufgemacht habe, aber die Wache ist theoretisch weg gewesen. Aber sie ist halt gegen die Wand gelaufen. Was soll ich machen? Ja, wir müssen uns dem stellen. Oh, aber uns passiert eh nichts. Wir zahlen nur das Geld und gut ist, oder? Und uns wird das irgendwas abgenommen. Wir müssen hier raus, sollen wir es durchschießen, aber dann ist sie wieder böse. Sag einfach Bescheid, dann fliegen wir los. Hi. Lass mich bitte einfach nur weg. Bis dass die Wachen mich nicht fangen. Neulich hatte jemand Stromprobleme. Okay, wow. Jetzt brauchen wir einen Computer, dass wir unser Kopfgeld streichen. Ich habe hier keinen Computer, gell? Brauchst du was? Hallo? Dann. Brauchst du was? Ja, dich jetzt momentan nicht, aber danke, Kuss. Dann machen wir das mal so. Wir fliegen zu unserer Station und tun das versuchen zu löschen. Aber, okay, das ist auf der Erde. Oh mein Gott. Also, ich habe auf der Erde meine Station. So. Das ist ja verrückt. Ob ich dann dahin kann? Also ich habe in London meine Station hier. Also das ist anscheinend London, also irgendwie kaputt, was auch immer hier alles ist. Landeplatz, Landemarke, Erde Außenposten, genau. Setzen Sie Kurs. Reisen nicht möglich, wenn ich angedockt bin. Naja. Docken wir halt ab. Abdocken, komm. Wenn wir ausgestiegen wären, aus dem Menü wäre das gegangen. Alleine. Aber hier gibt es einen Grenz auf einmal? Ja, aber wenn ich da eintrete, bin ich eh weg.
schätze ich mal. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Die Erde. Kurs festlegen. Weil bin ich mir nicht sicher. Wir probieren es. Energie. Ach so, wir haben keinen. Ja, gut, keine Energie. Entschuldigung. Edzard. Laden Sie den Warp-Antrieb auf. Bereit, wenn Sie es sind. Energie. Deine Grafsprünge sind so anmutig wie Ballett. So, willkommen auf der Erde. Also gleich. Ausposten. Landen. Jo. Wir kommen auf der Erde, die anscheinend keine Atmosphäre mehr hat. Hallo. Na, was geht? Wie hallo, Captain. Wir alle sind. Hi. Na? Da ist London Landmark. Das ist mein kleiner, gemütlicher Außenposten, in dem ich jemanden von aufgeregt hat und nicht verstanden habe, wie es geht. Aber ich habe auch nicht weitergemacht. Aber ich habe zumindest die Sachen reingetan und sind nicht mehr auf dem Dach drauf. Ich habe mir hier einen Computer gekauft, der mein Kopfgeld löschen kann. Der steht überall auch so in der Welt drin, aber... Oh, ich habe Doppelkopfgeld? Restar und Neon? Einmal? Zweimal? Also praktisch, dass man das Kopfgeld hier... Nochmal? Fragt, dass man das Kopfgeld hier begleichen kann. Mich wundert halt nur, dass man doch zahlen muss. Normalerweise kann ich mich da reinhacken hier. So. Kurs auf Neon wieder. Zurück zum Raijin Tower. Maximalgeschwindigkeit. Energie. Everywhere you go, always take the warp antrieb with you. Everywhere you go, always take the Besser. Immer die Besser mitnehmen. Ist eine ganz liebe. Immer die Besser. So, mal schauen. Wir sind nach einer langen Mission zurück. Das ist, glaube ich, die Mission in der Mine. Mit der Medizin. Und jetzt wieder zurück bei der Forschung, F&E und Entwicklung. Mach hier keinen. Oh. Die stehen schon alle da. Also ich meine, ich hab ja nichts zu verbergen. Ich bin ja hier. Schön, dich mal im Büro zu sehen. Ja, was soll ich machen? Einer muss ja draußen direkt vorbeifahren. Bring die Lieferung zu Fina, dann kann sie anfangen. Hallo. Hallo, Fina. Du hast Credits? Die ich dir nicht abgenommen habe, 55%. Erstmal mal. Und? Unglaublich. Unglaublich, haben alle gesehen, alle, die um mich herumstanden, haben gesehen, dass ich was aus der Tasche entwendet habe. Ich bin nicht so ein guter Klaufinger, nicht so ein guter... Easy, kein Problem. First try. Also... What do you want from me? Wir vergeuden Zeit. Wiener. Ist das endlich meine Lieferung? Ja. Du hattest wohl recht, Masako. Es gibt Masako-Massaker? Lieferung geben, eine Menge Arbeit für so ein bisschen Rotz. Lieferung geben, ich erledige immer meinen Job. Lieferung geben, hoffentlich alles da. Wie ausgewiesen. Ja, hier und das. Aber 100% rein. Ja? Wenn es ums Hirn geht, dürfen wir kein Risiko eingehen. Was? Ich verstehe nicht, was... Ich verabschiede mich. Ich muss den Prototypen finalisieren. Was hast du über CM Station RC1 erfahren? Alles. Was weißt du über Ecliptic? Einfach Gegenfrage stellen, das wäre schon vielleicht direkt die Chefin hier. Ecliptic hat bei der Landung den roten Teppich ausgerollt. So wie mein Shirt. Infinity hat Ecliptic Söldner angeheuert, Lieferung zu beschaffen. Was weißt du über Ecliptic? Die Söldnergruppe? Gegenfrage. Nur, dass man es ernst meint, wenn man die anheuert.
Sie sind nicht für ihr sanftes Vorgehen bekannt. Es ist ihnen egal, wie viele Leichen sie zurücklassen. Ist wurscht, oder? Die waren bei der Station, ja? Ja, das erste angeheuert. Wenn Lucas die anheuert, um ans Rotizid zu kommen, muss er verzweifelt sein. Gab es Überlebende? Überlebende, also ich, wie soll ich das Nein ausdrücken? Also ich habe alle eliminiert, weil ich bin eine Art Terminator. Also, okay. Warum waren dort keine Wachen stationiert? Waren die Leute völlig ohne Schutz? Du fragst zwar, aber es ist dir wirklich wichtig? Bin nicht sicher. Ich war nicht lange genug dort. Niemand hat überlebt. Ekliptik hat alle ermordet. Nach dem Motto, wipe them out, all of them. Nein, aber ich habe dafür gesorgt, dass Ekliptik mit Blut bezahlt. Das finde ich das Beste. Ich warte. Aber ich wollte erstmal das fragen hier. Warum ist denn jetzt, also ich meine, was ist denn, warum keine, erzähl mal. Die Station auf Carinae 3A und der Vertrag mit Consolidated Mining sind streng geheim. Wir dachten nicht, dass sie in Gefahr sind. Weiß jeder im Universum Bescheid. Wir dachten aber auch nicht, dass wir einen Maulwurf haben. Jeder. Blut bezahlt. Gut, ich will Mord nicht gutheißen, aber mit rücksichtslosen Killern wie Ekliptik habe ich kein Mitleid. Muss man auch erst recht nicht nach dem Massaker an unschuldigen Angestellten. Mir wurde berichtet, dass du in der Klinik gesehen wurdest. Hast du die Lieferung dorthin zurückverfolgt? Was mache ich überhaupt hier, wenn du alles schon weißt, meine Liebe? Ekliptik hat die Lieferung zur Klinik umgeleitet an einen gewissen Dr. Kendrick Lane. Ja, Infinity Ltd. hat einen privaten Vertrag mit der Klinik über einen Sicherheitsflügel. Ja, das ist beides richtig. Das da. Ich dachte mir, dass das zusammenhängt. Siehst du, warum schickst du mich da los? Wozu der Sicherheitsflügel dient? Wie legitim ist die Klinik eigentlich? Warum hat sie überhaupt einen Vertrag mit den Infinity? Gibt's nicht ein Lied Infinity? Die Klinik ist für alle Menschen da. Aber für den Betrieb sind natürlich Credits nötig. Ja, meistens genau. Money. Ist die Klinik Money, auch Money, die Money. Beste Wahl für Forschungen. Nicht jeder hat die Ressourcen, selbst eine gute medizinische Abteilung aufzubauen. Wenn ich dir das erzähle, versprichst du mir dann, dass du Infinity und Drexler heimzahlst? Oh, Infinity hat Menschen getötet. Sie haben versucht, ihren internen Neuro-M zum Laufen zu kriegen. Ja, ist echt, also die Wichser. Infinity hat illegale Menschen experimentiert, um ihren... Okay, ist das Gleiche. Tja, offenbar greift Lucas zu immer verzweifelteren Maßnahmen, ja, Idioten, um seine oder? Zukunft als CEO zu sichern. Ja. Die Korruption bei Infinity hat völlig neue Tiefen erreicht. Das kann nicht weiter geduldet werden. Ich werde Yukos Team möglichst viele Informationen zu dieser Sache aus der Datenbank der Klinik ziehen lassen. Lucas hat Ekliptik angeheuert und nicht genehmigte Tests an Menschen durchgeführt. Das ist sein Ende. Und nachdem das Rotizid gesichert ist, können wir bald in Aktion treten. Wir haben doch schon 9.11.12.05, oder? Das ist da geplant. Ich habe mal kurz hier geschaut. Okay. Gut. Ich mach's mal nebenbei. Ich habe hier was geplant, das ist nicht released worden. Wundert mich nur, weil die Uhrzeit ist ja schon vorbei. Wie lange wird Wiener brauchen, um einen internen Neuroarm fertigzustellen? Wird auch höchste Zeit, dass wir hier endlich hinter mich bringen. Ich will das endlich hinter mich bringen. Ach, ist schon. Nur im Handy war es nicht da. Ohne Rohshit ist Infinitys Forschungsabteilung völlig aufgeschmissen. Wir müssen Infinity und Lucas für einmal alle töten. Lass uns loslegen. Na, fragen, wie lange nicht mehr lange, sagt sie. Sie und DeMarcus haben schon alles vorbereitet. Sie müssen wohl nur noch die Legierung erschaffen und in die richtige Form für ihr Design bringen. Wir müssen Infinity erledigen. Okay. Ja, das da. Exakt. Und das verschafft uns Zeit, die wir leider brauchen. Du erinnerst dich sicher, was du während Direktive Theta getan hast. Insbesondere mit Bezug auf Verwalter Bayou.
Dank deines Alleingangs Meines? Stehen wir in seiner Schuld, die du nun begleichen darfst. Da haben wir es. Alle Wege führen zu Bayou. Ja, wir müssen den stürzen. Das ist so ein richtiger Tyrann hier. Das ist richtig ein Arschloch. Dem gehört ja die ganze Stadt hier. Also der tut die ganzen Händler quasi die Millionen Gebühren verlangen für irgendeine Scheiße. Also der, also zu viele Gebühren, zu viele Kosten hier und da. Und dann keiner kann leben. Wir alle sind so unglücklich. Wir müssen den Bayou stürzen. Bayou stürzen. Auf jeden Fall. So. Gut. Dann wieder auf das, auf den Puls zurück. Zack. Ich schulde diesem Kerl gar nichts. Die ganze Situation mit Bayou ist so lächerlich. Ryujin sollte Neon das Sagen haben. Ja? Tja. Soll er mir eine Rechnung stellen? Ja, her damit. Pass doch auf. Im Ernst? Haben wir keine größeren Probleme? Hier, das hier. Du redest da von einer sehr langfristigen Perspektive. Aber ich hoffe, wir erleben diese Zukunft. Ja. Ich werde Bayou sein. Wir sollen uns für den Verwalter um einen Agent kümmern. Und okay. Damit meine ich zum Schweigen bringen. Oh. Töten. Ich vergebe solche Aufträge nur ungern. Wir bringen jetzt schon Leute um? Unsere Geschäftsbeziehung zu Bayou muss um jeden Preis erhalten okay, bleiben. Er will so eine Verfahre Scheiße. Mit dem Agent, wie du möchtest. Solange du berichtest, dass dein Ziel beseitigt wurde, melden wir Bayou, dass der Auftrag erledigt ist. Ich dachte eigentlich, Mord wäre bei dir ein gängiges Mittel zum Zweck. Bayou wird diesen Agent nicht wiedersehen. Oha. Ich verstehe, dass du zu dem Schluss kommst. Aber ich habe Gewalt noch nie gut geheißen, wenn auch eine List gereicht hätte. Okay. Finde den Agent und tu, was zu tun ist. Ein Team steht schon bereit, um sich um alles zu kümmern. Erstatte danach Dalton Bericht. Ich muss jetzt ein Meeting vorbereiten. Vielleicht kriege ich es ja hin. Geil, neues Level. Vielleicht kriege ich es ja hin, dass ich Ball spielen kann. Schön, dich wiederzusehen. Diesen Agent nicht töten muss. Aber was hat er denn gemacht, der Agent? Ja, wir werden mit ihm quatschen, mal schauen. Vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin. Wie das neue Neuro-M-Design ist absolut und brillant. Und ihn, überreden, sich einfach zu verpieseln hier. Aus der Galaxie. Wir haben 557. Wir machen jetzt Gold noch ein bisschen bekommen hier. Gut, machen wir. In den Sperrzonen hast du nichts verloren. In den Sperrzonen haben wir nichts verloren. Always take das Wetter mit mir in den Sperrzonen. Always take das Wetter. Kann ich helfen? So, fertig. Ja, bin da. Geh los. Always take the Wetter. Nimm das Wetter jedes Mal mit. Egal, wohin du gehst, nimm das Wetter einfach mit. Aber nicht diese scheiß Hitze, die wir heute und morgen noch haben. Und dann ist es vorbei. Zwei Tage noch schwitze mit, dann ist es vorbei, Jungs, Mädels. Ich würde am besten gehen, wenn mein Kreislauf sagt nein, dann nein. Aber noch ist es so gerade okay. Wie geht's euch mit der Hitze, Chat? Schreibt es jetzt rein. Oder auch, wenn ihr es irgendjemand auf YouTube sehen solltet, schreibt in die Kommentare. Wie viel Grad das jetzt bei euch ist. Bei mir ist es Alexa Temperatur. Im Augenblick liegt die Temperatur bei 28 Grad Celsius. Oh, okay. Heute Abend wird eine Tiefstemperatur von 14 Grad erwartet. Kommt hin, also stimmt, ja, hat sie recht. 28,4. Schwitzt ihr auch, Chat? Wie viel Grad ist es bei euch? Jetzt habt ihr die Chance, als Viewer mit dem Stream zu interagieren. Schreibt rein und wir können reden. Ihr schreibt, ich rede mit euch und umgekehrt und hier, dies, das und ja und so. Macht mal, probiert mal. Also bei Stream mit Chat, geil. Aktivität ohne. So weird, die Selbstgespräche, you know. Vor die Hunde gegangen. Viel zu gefährlich für Touristen. You know? Ah, den haben wir ja schon beklaut, oder? Der 1083 Credits? Ich glaube, wir müssen uns mal verstecken, dass er uns nicht mehr sehen kann. Wie machen wir das nur? 54%? Hat geklappt, easy. 1000 einmal Tash.
1000 in my tash. Also, Tomo, Higashi, what's up? Okay, come to me. Talk! Verdammt. Bitte sagt mir, dass wir uns nur zufällig hier treffen. Nope, du bist schuld. Wie hast du Benjamin Bayo nur dermaßen verärgert? Für dich heißt es Endstation, Tomo. Ich will den Deal anbieten. Du weißt, warum ich hier bin. Aber ich will Ryujin, will ich dich tot sehen. Oder Beiju. Erstmal Frank. Ich brauchte Arbeit, also habe ich angenommen, ja, als ein Rivale mir einen Job als Agent anbot. Ah, oh, du als Idiot, Test sollte Digga. Ich in den Trade Tower einbrechen und Zugangscodes von Adeline Precision Firearms stehlen. Es lief nicht ganz nach Plan. Ich wurde gesehen. Ich hoffte, die Wache könnte mich nicht identifizieren. Das ist nie gut. Illegal ist immer Kacke. Ja. Ich will dir einen Deal anbieten, okay? Hast du etwa nicht vor, mich zu töten? Klar. Okay. Bitte hör mir zu. Du hast es versprochen. Angreifen, man sollte ebenfalls niemals Fremden trauen. Ja. Na schön. Aber wer es lohnt sich nicht. 1000 Credits verlangen, das ist sehr lange her. Hilf mir doch ein paar Credits auf die Sprünge. Nee. Und wegen eben diesem Versprechen bist du noch hier. Und ich weiß das wirklich zu schätzen. Denn ich würde gern weiterleben. Bei Ryujin habe ich gelernt, immer einen Plan B zu haben. Aber du musst dich verpissen, Ich habe Alter. Einen Unterschlupf außerhalb ja, genau. der besiedelten Systeme. Geh weg. Dort sollte mich niemand finden. Lass mich dahin verschwinden. Dann hört von mir nie wieder jemand was. Okay, Baudi, was geht? Dankeschön. Hallo, danke, was geht? Wir sind hier beim Sternenfeld. Danke dir. Moin. Wir sind hier in der Hitze bei fast 30 Grad im Sternenfeld. Im Universum ist es schön kühl, aber irgendwie kommt die Kälte nicht zu uns. Was sagst du dazu? Ich habe kurz bei dir reingeschaut. Du bist... Ach. Ich? Nein. Du musst mich verwechseln. Das bin ich nicht. Das ist er. Oder er. Oder der. Er. Oder wer ist das jetzt alles? Das... Nein! Also ich danke, danke, Kuss und nett und du mich auch und ja, hallo, schön, dass du da bist. Also, ja, okay. Machst du das RP-mäßig oder gerade nur zum Spaß? Spaß, so. Ich mach's im Endeffekt gerade so, als ob ich auf ein Video reacte. Wenn die Menschen mir was erzählen, erzähle ich einfach, was ich denke und einfach so ein Blödsinn, weißt du? Also, ich sehe das mehr so als Reaction. Das ist auch einer meiner ersten RPGs, die ich halt jemals spiele. Ich mein zweites RPG in meinem Leben und ich find's nice. Ich bin halt hier so yeah. Weißt du? Bam, 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 bam. Ich hoffe, dir geht's gut und du bist auch schön heiß. Und ich muss dir sagen, wenn du von dem Spiel nicht viel weißt, aber das musst du wissen. Hier. Wir müssen unbedingt Liebe machen, denn wenn wir Liebe machen, kriegen wir 15% XP. Weißt du, 15. Ja? 10, 15. Verstehst du? Wir müssen Liebe machen. Also, und auf Englisch ist es noch besser. We have to... Unbedingt sie flach, also wir müssen unbedingt... Also make it flat. We have to make it flat. Ich sag's dir. Also, wir müssen unbedingt Liebe machen. We have to make it lovable. Also wenn du das jetzt, also we have to make it flat, we make it lovable. Machen, denn because if we, also wenn wir make it lovable, we get 15% XP. Easy. Verstehst du? Also nur so geht das. Also bleiben Sie dran, die Geschichte geht weiter. Also ja. Ich sag's dir. Natürlich ist das geil. Kommt ja auch von mir. Oh. Also ich meine, ich muss jetzt hier... Also, den Typen, ich habe einen Auftrag, ihn zu töten. Aber ich habe mit ihm schon mal zu tun gehabt und ich versuche es so zu regeln, dass er sich verpisst und dass er nie wieder herkommt, damit man glaubt, er ist tot und ich habe den Auftrag trotzdem erledigt. Also ich habe RP noch nie gespielt, weil ich... Also das einzige RP, was ich kenne, ist GTA-RP. Bisschen manchmal zugeschaut, ganz witzig, für kurze Zeit, aber noch nie gespielt sowas.
Und mein erstes RP ist ein Monat her. Das war Baldur's Gate, also RP oder nee, MMORPG, glaube ich, oder nennt man das. Und da war ich voll überfordert, weil ich habe keine Ahnung von Dungeons & Dragons Universum und von RPG, hier RPG, da null Ahnung. Und ich habe einfach damit eingestiegen, überfordert, hier links, rechts. Und ich habe es nicht geschafft, das Spiel durchzuspielen. Vor dieses Spiel kommt, da dieses Spiel spiele ich trotzdem weiter, weil es ist im Sternenfeld. Ich fliege hin und her in den All und mache hier, ja, tu mich, also ich, ne? Ryujin, kennst du die Questreihe? Geil. Ich versuche Senior zu werden, weil ich habe gesehen im Büro oben beim Chef gibt es einen Computer, das ist nur für Senior. Ich versuche mich da hochzuschlabeiten und es ist halt krass, die ganze Korruption. Du musst dir mal vorstellen, in der Chefetage, was da alles abgeht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das genauso ist in echt. Korruption, Lügen, Betrügen. Einer tut den um die Ecke bringen, da um die Ecke bringen, da muss man hier irgendwie, das kann ich mir genauso vorstellen. So geil gemacht, ne? Aber es ist halt, ich muss sagen, es ist halt zu sehr real life. Weil imagine, du bist in so einer Position und dann hast du Agents und dann bist du dafür verantwortlich, dass andere Firmen quasi sterben. Oder du klaust Sachen, copy-pastest und machst, tust sie für dich rausbringen. Ja, 100%, viel zu real, das geht gar nicht, also. Wild, aber war cool, sich da zu bewerben, bei der Bewerbung zu lügen und ich habe manchmal wilde Antworten gegeben. Ich habe diese, wie heißt die, Maya Jen, also Genevieve, wie die da heißt, habe ich auch immer Kontra gegeben. War schon witzig. Mhm. Ein bisschen enttäuscht war ich am Anfang. Imogen, ich sag doch Genevieve, sag ich doch. Ich bin am Anfang ein bisschen enttäuscht vom Spiel gewesen. Ich habe erwartet ein Open-Weltraum-No-Mansky-Spiel. Aber ist nicht schlimm. Macht nichts. Drauf einlassen, die Charaktere genießen, die Dialoge genießen, hin und her porten, bisschen farmen hier, bisschen töten da, bisschen sich ärgern wegen dem Basisbau ist doof, aber kriegt man schon hin. Genevieve gab's aber auch. Oh, ich finde diesen Namen so. Weißt du? Abgefüllt alle Namen hier. Okay. Sei vorsichtig. Wenn jemand davon Wind bekommt, sind wir beide tot. Okay. Aber wenn ich in den besiedelten Systeme auch nur einen Hauch von dir wittere, bist du tot. Ich muss leider arbeiten. Ey, bei dem Wetter, bist du draußen oder bist du irgendwo drin mit der Klimaanlage? Tell me. Short. Dankeschön. Ich glaube sogar, ich habe auch ein Ausrufezeichen Lurk, falls der Bot funktioniert hier. Bis später. Danke dir und freut mich, dass es dir gefällt und schön, dass du da warst und so weiter und so fort. Schönen heißen Tag und eine entspannte Schicht. Mach nicht zu wild, treib's nicht zu bunt, weil du bist der Kaver Odin. Also ähnlich. Kaviar Odin, also Odin ist halt, achso, ja, du bist halt der Kaver. Ist ja alles klar. Na, versteht schon. Gut. So, wenn ich noch einen Hauch von dir wittere, bist du weg. Boah, wie geil. Ich bin halt im Dachgeschoss und genau das opposite Gegenteil hier ist der Fall. Also, eins sage ich dir noch. Möge die Macht mit dir sein, schnell und zuverlässig. Und jetzt los. Energie. Lass tauschen. Wenn es noch 3 Wochen wären, dann ja, aber es ist nur noch heute und morgen, das verkrafte ich. Aber danke fürs Angebot, ich werde darauf zurückkommen im nächsten Sommer und so. So. Ich mach das erste, komm. Das wirst du nicht. Mir ist in letzter Zeit klar geworden, wie sehr mir mein Leben lieb ist. Ich verschwinde, sobald ich kann. Alleine leben, treff nie wieder Menschen. In ein paar Stunden. Sauf dich ins Koma und dann ist das Leben das Beste. So viel zu meiner Beförderung. Und schau gegen das Rohr und fühl dich wohl. Oder lehn dich ans. Ja, du kannst dich halt. Ja, dann lehn dich halt. Da lehn ich halt an. Ja, ist ja gut. Dann lehn dich halt an. Ah, ist alles klar. Gut. Gut, ich verstehe. Das Rohr hält dich aus, du ich bist bin nicht froh, so. Froh, dass du dein Versprechen gehalten hast. Aber das ist ja ein tolles Rohr. Das ist nicht so verrostet, aber ja. Geh doch endlich, sonst muss ich einen Kopfschuss geben. Absolut niemand will auf Benjamin Bay aus schwarzer Liste. Ja, also den Typ müssen wir stürzen.
Ich hoffe, es gibt in dem Spiel eine Möglichkeit, diesen Typen zu stürzen, weil also so eine Dreck, so wie der Typ ist, ist echt unnormal. Halbes Mirror Edge hier gerade. Hier. Musik. Musik ist cool im Hintergrund, aber dieses Rauschen ist halt wild von den Sachen. Denkt man immer, das ist irgendwie ein Rauschen, vielleicht im... Aua. Im Stream, aber ich weiß es nicht. Das ist das Spiel. Trade Authority. Leyla, hear me tonight. Cost my feelings. Also, hat mich gerade diese Melodie dran erinnert hier. Leyla. So, zack. Let's go. Manage the Burrows. Ah, bin ich mal gespannt, was jetzt ist. Also, ob er mir nicht in die Augen watchen, Side, vielleicht macht der Side-Eye der andere. Ich hoffe, der macht kein Auge. Ob er es nicht checkt, dass ich lüge. Es sagt schon etwas aus, nicht wahr? Dass die Manager alle anderen physisch unter sich haben wollen. Ja, gell? Also, Wahnsinn. Das ist halt hier, das ist ja krass. Ich habe dich im Blick. Same, meine Liebe. Okay. Dalton, welcher von den Daltons bist du denn? Bist du der Größte, der Döfste oder der Kleinste, der Intellekt? Also, du weißt schon. Bin ich mir nicht sicher. Ist der Größte hat sich? Kleiner, oder das Kleine hat sich? Egal, weiter. Ah, ist der kleine Gefallen für Verwalter Bayou erledigt? Ich wollte was trinken, erzähl mir doch mehr Scheiße. Ich habe mich um Bayous Problemchen gekümmert. Lass Seko nächstes Mal die Drecksarbeit machen. Okay. Niemand hat mir gesagt, dass Tomo Higashi das Ziel sein würde. Ich habe mich um den Agent gekümmert. Sagt Beijo, der Job ist erledigt. Ja, mach mal das. Das ist das Beste. Gut. Ich lasse Beijo wissen, dass die Sache geklärt ist. Jetzt können wir uns wichtigeren Dingen zuwenden. Okay. Ich habe die Beweise alle noch einmal gründlich analysiert. Das Ergebnis ist eindeutig. Ularu ist der Maulwurf. Das beweist also Imogens Unschuld. Wussten wir doch. Gut. Ja. Ja, das haben wir von Anfang an gesagt. Ularu ist der Wirt. Und ich wollte eigentlich Ularu direkt hingehen und Bibiu machen, aber der war im falschen Stockwerk. Ach, das ist eine Sie, Entschuldigung. Heißt das, dass wir Imogene zurückholen können? Ularu ist eine Verräterin. Sie wird dafür bezahlen. Ich wusste, Imogene ist unschuldig. Erstmal das Erste. Später. Ich melde mich bei ihr, aber vorerst muss sie in ihrem Versteck bleiben. Okay, ja, besser ist das. Ich wusste, Imogen, das unschuldig ja, safe. Du hast richtig entschieden. Siehste? Ich habe Masako gebrieft und ihr weiteres Vorgehen besprochen. Go. Wir sind uns einig, dass Ularu schuldig ist, brauchen aber klare Beweise, bevor wir den Vorstand informieren. Verstehe. Vorerst lassen wir alle glauben, dass Imogen der Maulwurf war und die Situation geklärt ist. Ich verstehe den Grund dafür. Aber der Preis dieser Täuschung ist sehr hoch. Ja, sehr hoch, ja. Ja, aber wenn sie Versteck gefunden hat, bleibt ihr da und fertig. Dann passt es ja. Boah, schwitzt auch im Ohr, Digga. Und dann noch mit diesem Ding hier. Ganz wild. Mit diesem Ding, was heißt Ding, also mit dem In-Ears. Okay, weiter geht's. Was soll Imogen in der Zwischenzeit machen? Sich weiter verstecken? Aber Imogen ist unschuldig, das kommt so unfair vor. Ja, aber erstmal die Deckung halten jetzt ganz chillig. Masako ist CEO. Sie sollte Ularu einfach feuern. Ja, mit Feuern ist nicht getan. Der Tod ist das richtige Feuern. Ach, vielleicht meint sie darauf feuern. Ich verstehe schon. Verstanden. Ich möchte erst handfeste Beweise, die niemand anfechten kann. Wir tun, als wäre Imogen der Maulwurf, damit Ularu nicht misstrauisch wird. Geht klar. Ja, das ist ja logisch, dass du dich nicht sogar sagst. Ularu im Dunkeln zu lassen, ist absolut entscheidend. Ja, dann mach's Licht Masako aus, Alter. Masako hat Ularu beauftragt, das Programm zum Sturz von Infinity Ltd. zu schreiben.
Wir glauben, dass sie die Gelegenheit nutzt, Masako innerhalb des Programms zu belasten. Das dürfte uns die nötigen Beweise liefern. Du wirst mit der Mission beauftragt, Infinity zu infiltrieren. Oh. Bevor du also gehst, bring mir bitte das Programm. Jetzt bin ich der Doppel-Agent. Ularo hat dich schon mal reingelegt. Und du glaubst, dass du was in diesem Programm finden kannst? Und wenn das Programm, das mit Ularo gibt, nicht weiter verfänglich ist, ich besorge dieses Programm. Ularo soll sich selbst zu Fall bringen. Ich gebe dir das Programm dann weiter. Keine Chance, dass sie auch noch Masako hereinlegt. Ja, mal schauen, ob das hier ist. Wenn ich auf keiner einzigen Slate versteckten Code finde, gehöre ich gefeuert. Ularo hat hier nur begrenzte Möglichkeiten, etwas zu verstecken. Und sie wird nicht davon ausgehen, dass ich überhaupt nachsehe. As we dance by the moonlight, can't you see, you're my daylight, Leila? Hier. Dann müssen wir einen anderen Weg finden, um Ularo zu überführen. Kopfschuss. Und das wird nicht leicht. Wie nicht leicht? Der ist doch hier im Gebäude. Imagine, die Story wäre so gewesen, ich wäre direkt hingegangen, hätte gesagt, du bist der Arsch und hätte ihn zur Rechenschaft gezogen. Und jetzt dann? Ich gebe dir das Programm dann weiter, keine Chance, dass sie auch noch mal Masako... Sag es mal, ja. Ich kann mir kein schöneres Ende vorstellen. Genau. Also gehen wir zu dem Meeting. Oh, jetzt gehen wir zu einem Meeting. Hallo Andreja, kommst du mit oder weniger? I follow you, baby, I follow you, I follow dich. Boah, sind die alle, kann ich die alle beklauen? Haben die alle noch Geld? Hätte der Tag doch ein paar 975 mehr. Credits? Hat geklappt, easy. Was hat sie noch? 875? Boah. Also wir müssen erstmal schauen, ne? Das ist zur Sicherheit. Erstaunlich, wie geschickt du bist. Oha, hat auch geklappt, Euder. Und sie? Habe ich schon beklaut? Du siehst heute... interessant aus. Ihn? 877. Ja, man muss ja irgendwie seine Geschäfte machen. What the fuck hat geklappt too? Und sie, Genevieve? Das ist ja wirklich ein Genevieve. Hier hat ja Kaver Odin recht gehabt hier. Ja, sorry. Das ist ein nicht klarer geklappt. Verstoß. Jetzt, dass ich wollte nicht an deine Brüste, also ich wollte nur das Geld aus deiner Tasche holen und nirgendwo anders hin. Komm, sorry für die Gleitcreme und das tiefe Ein... Also, so tief war das jetzt auch nicht, aber es war wild. Danke. Unglaublich. Mensch, also, das ist ja Frack. Also, fresh. Sieht man hier keiner. Oh Mann, die Genevieve, die ist echt krass. Also bei der klappt es nicht, ne? War das nicht sie, die ich am Anfang schon mal beklauen wollte, es nicht geklappt hat? Okay, klappt. Ich say nothing at all. Ich sag's dir. Und er, glaube ich, ihn habe ich eh schon also beklaut, oder? So, wie geht's weiter? Also, ich bin jetzt... Achso, muss mich hinsetzen. Entschuldigung, also ich wollte mich eigentlich da... Ja, okay, let's go, Stuhl. Action. Wir sind heute hier, um über einen Sicherheitsverstoß zu informieren. Halbe Kirche, wir sind heute hier. Wir haben einen Maulwurf enttarnt, der Informationen zum Dominion-Projekt an Infinity Ltd. geleakt hat. Wilder Start. Das soll wohl ein Witz sein, oder? Ja. Bitte sagt nicht, dass es Vina ist. Sie ist ja verdächtigerweise abwesend. Bevor weiter spekuliert wird. Nein, es ist nicht Vina. Die Schuldige ist Imogen Salso. Zu meiner großen Enttäuschung. Unser Agent hier hat Beweise dafür gesammelt. Lügen. Ja, Imogen hat gestanden, im Auftrag von Infinity Ltd. gehandelt zu haben. Imogen versucht, Ularo als Maulwurf darzustellen. Imogen hat euch alle reingelegt. Das gehört hier ist lächerlich. Boah, direkt Dissen hier. Ich konnte Imogen ausfindig machen und sie bezüglich der Situation zurückstellen. Nee, lügen muss ich. Ja, das erste hat... Ja, genau. Dalton,
Wie kann so etwas passieren? Ja, echt hier. Imogen ist extrem gut ausgebildet, wie Ularo bezeugen kann. Wir fordern eigentlich die Besten. Das hat aber seine Gefahren. Ich habe zwar gut ausgebildete Agents, aber für die Sicherheit bist du zuständig, Dalton. Oha. Das ist ein schweres Versagen deinerseits. Ich übernehme die Verantwortung, aber vergessen wir bitte nicht, dass der Maulwurf bereits eliminiert ist. Natürlich. Dank eines weiteren meiner Agents. Oha, die Ularo, wie wild. Wir können Dalton nicht die Schuld dafür geben. Vielleicht sollte ein gewisser jemand das Personal besser im Auge behalten. Oha. Okay. Das zweite ist verdächtig, oder? Hallo? Hi, was geht? Ja, dir da. Denkst du? Ja. Imogen ist Geschichte. Dieses Gezänk ist zwecklos. Gezänk, weg mit mich dir. Mich kümmert nur, wie wir unser Eigentum zurückerlangen und wie viel Geld das uns kostet. Ja. Wiener stellt gerade den Prototypen für den internen Neuron fertig. Mhm. Unser Agent erhält das Implantat, infiltriert Infinity LTD und stellt sämtliche Forschung sicher. Ich weiß aus guter Quelle, dass ihre Experimente zum Nachbau der fehlenden Teile unserer Arbeit mehrere Menschenleben gefordert haben. Uiuiui, Menschenleben immer doof. Wenn die Öffentlichkeit davon Wind kriegt, wird sie fordern, dass Lucas Drexlers Kopf rollt. Vergesst nicht, dass Infinity das Personal von CM, RC1, von Söldnern ermorden hat lassen. Infinity LTD hat die Klinik illegale Versuche an Menschen durchgeführt. Machen wir das. Ihre Rechtsabteilung muss mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir die Beweise David von SNN geben. Ui. Das ist die beste neutrale Methode, die Informationen öffentlich zu machen. Das wäre mir eine Hilfe. Gut, dann David. Der interne Neuroamp ist bereit, wenn du die Versuchsperson schicken willst. Okay, ich bin das. Ich hoffe, du bist bereit dafür. I'm ready. Nicht wirklich, aber ich habe keine große Wahl. Für bahnbrechende tolle Technologiefortschritte, dafür bin ich sowas von bereit. Ich bin immer bereit, alles zu tun, was nötig ist. Das klingt am besten. Und deswegen weiß ich, dass wir auf dich zählen können. Wiener wartet im Neuroamp-Labor in der F&E-Abteilung auf dich. Wenn du fertig bist, komm in mein Büro. Dann besprechen wir die Details zu deinem nächsten Einsatz. Was mir gerade einfällt, wenn ich diesen Neurofuzzi da im Kopf habe und die mich kontrollieren können, kann vielleicht sie, also der wirklich schuldige Ularo, nicht auch checken, dass meine Gedanken, also wisst ihr, Gedankenleser oder so irgendwie? Kann sie, komm, wir müssen mal hier die erschießen hier. Geh lieber zur F&E-Abteilung, sonst hält Masako dich. Verräter, alles klar. Mach ich direkt. Schauen wir mal, jetzt wird uns ein Neuroamp in den Kopf gedrückt, gestoßen oder wie auch immer, Sonde oder was auch immer das genau ist. Und dann, keine Ahnung, was passiert. Ach so, warte mal, ich muss mal hier kurz den Caver, muss ich mal kurz ein Follow da lassen, weil der mich geradet hat, lurkt und supportet und mit mir gesprochen hat. Das ist mir eine Ehre. Habe ich gemacht. Dankeschön. Habe ich vergessen. Du bist mein zweiter Follower hier. Ich könnte es nicht. Keine Spoiler. Sonst bist du unsympathisch, du Schwein. Ryujin hat offenbar sehr. Irgendwas wird das safe schief gehen.